auf ein kurzes Wort. Seit ein paar Tagen liegen sie auf dem Tisch, die Zahlen. Wenig überraschend, aber gleichwohl wieder ernüchternd. An die 400.000 Katholikinnen und Katholiken haben den Kirchenaustritt erklärt. Das hat viele Gründe. Etliche sind nachzuvollziehen. Man könnte sich die Frage stellen, aus was treten die aus? Nur aus der Körperschaft des öffentlichen Rechtes oder bleibt man dann doch irgendwie dabei? Im Rheinland geht man, aber kommt dann doch. Nicht wahr? Das ist der typisch rheinländische Katholizismus. Vielleicht ist es bei uns ähnlich, wie dem auch sei. Die Gründe sind Legion, sie sind alle längst benannt und es ist müßig, hier noch einmal die längere Palette anzuführen. Von Skandalen über Gegenwartsverweigerung, seltsamen Äußerungen der Hierarchen und so weiter und so weiter. Es ist ja nicht so, als wäre Religion, Religiosität plötzlich verdunstet. Sie sucht sich andere Kanäle. Und vielleicht ist auch unser bekenntnismäßiges Christentum sichtlich in die Jahre gekommen. Ja, wir sind eine alte Religion, stimmt. Wir berufen uns auf alte Texte, stimmt. Wir berufen uns auf alte Traditionen, stimmt. Das muss erstmal per se nicht schlecht sein. Aber ich möchte eine These vortragen und das knüpft an jene Episode, die Auferweckung von Jairi Töchterlein, wie man so schön sagt, eingewoben in diese andere Passage mit der sogenannten blutflüssigen Frau, wie dem auch sei. Jetzt hört man diese Texte. Und wie soll man sich das eigentlich vorstellen? Also so etwas wie Totenauferweckung ist doch eher unüblich. Auch damals unüblich. Mit anderen Worten, wir bewegen uns im weiten Feld dessen, was wir Mythos nennen. Das meine ich positiv. Rudolf Bultmann, mit ihm verbinden wir das Programm der Entmythologisierung. Der will den nicht abschaffen, er will ihn interpretieren, den Mythos. Bultmann sagte, der Mythos spricht irgendwie falsch von Gott, indem er nämlich die transzendente Gottheit auftreten lässt wie ein immanentes Geschehen. Im Mythos kannst du das machen, in der Story kannst du das machen. Aber wie kann man sich das zurechtlegen als aufgeklärter Mensch heute, auf das man sich nicht für dumm verkaufen lassen möchte? Nun, könnte es nicht sein, dass hinter dieser Geschichte eigentlich etwas illustriert werden soll? Und ich bin ein wenig blättern gegangen in den neutestamentlichen Schriften und voilà, da finden wir im Brief an die Gemeinde in Ephesus eine Passage, die mich hat aufhorchen lassen. Was wird hier zunächst in der Markus-Episode Jesus in den Mund gelegt, auf Aramäisch, das ist immer interessant, wir haben wohl Urgestein vor uns, Talita, Mädchen, Kum, steh auf, steh auf. Und im Epheserbrief ein Zitat, offensichtlich eine alte Initiationsformel des Christlichen, die man gern überliest, wach auf, du Schläfer, steh auf von den Toten und Christus wird dein Licht sein. Da geht es offensichtlich nicht um eine Totenerweckung, sondern es geht um eine Lebenserweckung. Es geht um ein anderes Leben, eine andere Existenz. Und vielleicht sind solche urtümlichen Initiationsformen, dass wir in der Gemeinschaft mit Jesus, dem Herrn, neue Existenzen sein sollen, vielleicht ist das eingeflossen und wird dann in eine Geschichte verpackt. Und indem man das nicht mehr dechiffrieren konnte, nimmt man den Mythos für bare Münze. Das ist empörend für die aufgeklärte Vernunft. Und wenn man uns gewissermaßen nicht ernst nehmen könnte, wenn man sagt, die glauben ja an so komische Sachen, ne, dann könnte ja der Schritt naheliegen, damit will ich auch nichts zu tun haben. Also vielleicht eine Möglichkeit, ein wenig aufgeklärten Geist in unsere alten Geschichten, alten Traditionen, alten Formulierungen einzuspeisen, damit es wirklich wieder für unsere Religiosität heute, also mit Gott verbunden zu sein, als Menschen des Jahres 2024 wieder klappen könnte. Also, wach auf, du Schlafender, steh auf von den Toten, schalte deinen Geist ein und Christus wird dann dein Licht sein. Aber nicht im Sinne von einem mythologischen Wunderglauben, nein, sondern für einen existenzerweckenden Glauben als neuer Mensch. Und damit sind nicht alle Probleme der Kirche behoben, weiß ich auch. Aber vielleicht eins. Eins, wenn man uns gegebenenfalls nicht für voll nimmt, nicht ernst nimmt, wenn wir diese Texte falsch ernst nehmen, nämlich wörtlich. Gerne sage ich, damit schließe ich,
Wir können die Texte der Heiligen Schrift ernst nehmen oder wir können sie wörtlich nehmen. Und beides zusammen geht nicht. Nehmen wir sie ernst. Und dann nehmen wir nämlich auch uns ernst. Und dann nehmen wir Gott ernst. Er möge uns segnen. Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.